Hey, welcome back zu einem neuen Louis Lid Vlog. Long Leg Louis Lid Vlog. Das ist der erste Vlog von der Daily Vlog Serie. Und jetzt habe ich ganz viele Vlogs gesagt, weil jetzt wird nur noch gevloggt im Roadtrip von Louis und Joris. Und damit, hey yo, ciao zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind jetzt hier in, wie ist das hier? Oh, Vierfeld. 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 Ja. Wir sind hier in Vierfeld. Am Morgen noch im Swiss Bike Park gesehen, der hat eine geile Session gehabt. Vielleicht finde ich noch ein paar Handyclips vom Morgen, die ich hier einblenden kann. Und ich weiß schon genau, welche das ich einblenden werde. Ich habe einen geilen Trick gesehen. Der Cork 720, mein erster Cork 720 mit einem Velo, halt auf Airbag. Zählt natürlich nicht, aber naja, gemacht ist gemacht. Sandra ist auch am Vlog, eh? Ich habe gesehen, du bist vorhin da mit der Kamera rumgesäckelt und hast schon ein paar Follow-Runs gemacht von diesem Kurs hier. Ich zeige euch mal, wie wir hier so ein bisschen im Riden sind. Und dann, wenn ihr noch mehr davon seht, oder so ein paar POV-Shots davon, wo ich gesagt habe, beim Sandra schauen, weil der hat geile POV-Aufnahmen gemacht. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal da runter. Da irgendwo, da. Und du euch filmen wieder ein paar geile Videos. Und ich dann nachher schon auch noch filmen. Nein, ist gut. Für mich, ja, da für auf mich dem Channel wäre natürlich in gesehen. Nein. Hier Sandra kann die besseren Tricks. Und Joris natürlich auch. Oh, Flyout Backflip von Louis. Oh shit. Aber ich gehe jetzt mal da ab und tue ein paar Jumps von euch filmen. Hallo Yannick. Hallo Louis. Du gehst jetzt zwar Velo flicken, aber sag mal schnell Hallo zu den People. Hallo Peoples. Du bist jetzt schon fast Standardgast hier. Stammgast, genau, auf meinem Channel da. Jetzt müssen halt die anderen zu euch mehr. Nein, respektive Sandro ist am Filmen. Ja. Er ist am Telefonieren. Was soll denn ich davon filmen? Seht den YouTube-Kanal jetzt übernehmen. Ich soll gerade etwas zeigen. Ja, warte, ich kann mal runter. Wow. Ich wollte von dir einen T-Bock sehen. Andere sind gerade filmen. Okay. Also, T-Bock vom Joris gecallt. Jetzt müsst ihr schauen. Oh mein Gott, der T-Bock war lit. Huh! Oh, zack! Oh, in die Nähe! Als nächstes wollte ich Tack und dann einen geilen Tabletop sehen. Da kommen sich jetzt zwei, Sandro und Joris. Oh, ich bin so gelandet! Oh shit! Hast du einen Tack gemacht, aber ist gut. Ja. Geil. Aber nicht so kontrolliert. Nicht so kontrolliert, hat er gesagt. Musst du noch mal machen, diese. Und dann wollte ich noch einen Tabletop sehen. Da. Dann kommen sie wieder im Train. Oh. Jetzt sehe ich den nächsten Fahrer am Auflauf, und zwar der Yannick. Und der Typ zerstört einfach mal den Platz hier. Also, was der alles hier für Tricks rauszieht, ist einfach crazy. Jetzt werdet ihr das gerade sehen. Ich hoffe, er fährt jetzt gerade. Und dann können wir ein paar geile Tricks sehen von ihm. Yo! Yo! Oh! 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 Könnt ihr nochmal einen Train machen? Geil. Also sie machen nochmal Train. Yo. Holy shit. Yo. Ach du Scheiße, ist so geil. Trains spielen sich immer am geilsten an beim Biken, weil du bist einfach so in der Gruppe unterwegs und alle feiern den Trick, den der vorderan macht und so. Und boah, ist echt crazy. Aber auch sketchy, weil wenn man richtige Bangers rausholt im Trail, dann wird es einfach nur noch krank. Weil du einfach Angst hast, dass der vor dir auf die Schnur fliegt. Yeah. Vorgestellt, ey. Das einfach gar nicht. Der tut uns gar nicht appreciate. Ich tue denen nicht mal sagen, was sie tun sollen und wie sie reagieren sollen, damit es gestellt auszieht. Yeah, dropping in. Yeah, bar fuck. Aha, and Joey train. Ew. Haha!
Das nennt sich Coon Train da. Ah, Luis hat wieder seine Linse dreckig. Hi guys. Feedback von dem Run. Jerry. Ein Wort, Jerry. Feedback vom Joris. Hat Durst gegeben. Ah, okay, und? Was hat meinst du? Hat Durst gegeben, aber ich habe kein Wasser. Von Style-Ausführung. Jerry. Aber stylisch. Okay. Jerry. Jerry stylisch. Was gibt's jetzt? Ich wollte einen Tag machen über den zweiten. Und da kommt er. Tag auf dem ersten. Yeah! Das sieh. Und das Wort zum Backflip. Immer noch Durst, immer noch kein Wasser. Gut gegangen. Tipptopp. Mach. Jetzt seid ihr wieder, ja, alles tipptopp. Und vorher gerade, ja, schon knapp gewesen, ja. Darf man sich nicht anmerken. Weißt du, was wir können probieren? Wenn du da so ein riesiges Stängel hast an deinem GoPro-Setup, kann man so einen Whip, der näher zur Kamera kommt, whippen. Geiler Whip von der Seite. Und wir probieren euch schon mal nach zur Kamera zu whippen. Film? Ja. Wer ist am besten für den Whip? Was? Zweit, ja. Wahrscheinlich. Gerne auf den zweiten Sprung machen wir Whip-Off-Film-Session. Ich bin einfach eingeschult, wenn er das Mikrofon abwippt. Das geht sicher noch näher. Jetzt sind wir Seite wechseln für den Joris. Und da kommt er. Jetzt habe ich Angst gekriegt, dass ich jetzt das Mikrofon in die Speicher reinhebe. Was macht der Janis? Holy shit, der Boyslen raus da. Was ich noch probieren will, als Banger für myself, ist ein 360 über den zweiten Sprung. Jetzt, wo es so windstill ist. Was denkst du zu der Aufnahme vom Whip-Off-Video? Ja, ich bin immer verschrocken, weil ich die Kamera so näher hergekippt habe. Und nachher ist das Velo so näher gekommen. Keine Ahnung wieso. Und nachher habe ich die Kamera wieder zurückziehen müssen. Also, ich hoffe, die Aufnahmen sind trotzdem gut geworden. Sonst geht es auf meinen Nacken. Jetzt filmen wir den 360 von Luis. I'm on a marathon. Ja, dude. Ein bisschen Hang-up. Gehen auf jeden Fall immer bei der Landung filmen, falls einer auf die Fresse geht, haben wir das auch noch drauf. Oh, Joris da wieder dropping in. T-Bog auf dem ersten. Yeah. Und jetzt Yannick. Nächste Rider. Yeah, massive T-Bog. Yeah, dude. Yeah. Okay. Second first try. Ja, da ist einiges zu mir gekommen, habe ich schon fast Angst gekriegt. Holy shit! Luis kommt mit der Ausrede, dass der Wind geblaset hat. Ja, aber genau. 360 ist natürlich der Trick, wo Wind absolut keine Rolle spielt. Ah ja? Ja. Oh. Das hast du gar nicht gewusst, hä? Das ist in deinem Kopf, das ist ein Mindgame. Also, aber third time's the charm, das sagt Ryan Williams immer, wegen dem jetzt schaffe ich das. Okay. Noch ohne Case. Sonst tue ich genau dann, wenn ich Case so einen schwarzen Sensor-Balken und dann bin ich weggefahren. Let's go, you can do it. Yo, massive! Holy shit, das braucht Eier, Mann. Luis ist gerade auf einem crazy progression run, ey. Der Typ sendet Tricks. Holy shit. Jo, also der 360 hatte ich heute Morgen schon im Kopf gehabt und jetzt habe ich ihn noch geschafft in die Landung, weil dann bin ich relativ zufrieden. Ja, jetzt tun wir noch ein bisschen sessionen, wenn uns noch etwas in den Sinn kommt, wo wir filmen können oder Bangers oder so oder irgendetwas, dann machen wir das noch. Und sonst gehen wir eventuell dann noch zur Bowl runter, die bei der Reithalle unten ist. Ah, dort haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Mit den anderen da wieder. Auf jeden Fall, sonst sehen wir spätestens bei Reithalle wieder. So, wir sind jetzt hier beim Lorena Pump Track. Berner Kids! Hast du jemanden wollen grüßen? Ja, ich grüße meine Mutter. Wow, okay. Hallo, sie ist Mami. L-O-U-I-S. L-O-U-I-S. Wow, ey, ich habe einen Abonnenten raus. Sehr gut. Shoutout an die Boys da. Oh.
Jetzt habt ihr einfach wenigstens mal gesehen, wie der Pumpcheck hier aussieht, weil ich glaube, ich habe noch nie ein Video hier gemacht. Ja. Okay, das ist geil. Machen wir noch einen Gap in dieser ganzen Pumptrack-Session. Und dann gehe ich pennen. Ja, jetzt ist müde. Ich habe langsam Hunger im Fall. Da der die Kurve rein. Da hier, in die Kurve? Ja. Kuss. Aber gut gewesen. Was sagst du dazu? Kann ich jetzt was essen gehen? Der Pumptrack ist mega voll. Mega viele Skater da, mega viele Kids. Aber wenigstens habt ihr ihn noch etwas gesehen und die Viererfeld-Session war schon ziemlich geil gewesen. Falls ihr noch ein anderes Video gesehen vom Viererfeld, Sand hat neues gemacht heute. Okay, das wär's sie. Erster Tag von unserem Roadtrip. Falls ihr richtig geile Enduro-Action wollt sehen, müsst ihr morgen. Ja, yeah, genau. Morgen gehen wir ins Wallis, gehen Enduro fahren. Dann geht's für zwei Tage ins Tessin, gehen Skatepark-Session und auch Enduro-Labs machen und so. Ich probiere mal jeden Tag etwas zu filmen für euch und das aufzuladen. Die Betonung liegt auf Probieren, weil ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber wir schauen mal. Ja. Yeah. Okay, wenn alles gut kommt und ich schaffe, etwas zu filmen morgen, dann sehen wir uns im morgigen Video und tschüss. Bis gleich. Peace.